Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Supermarket Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Wir werden ja erstmal den Schuppen aufmachen. Ich habe nämlich schon ein bisschen eingeräumt und umgeräumt und vorbereitet für diese neue Folge. Wir haben im Livestream ein bisschen weitergespielt. Das Lager hat sich um einige Regale erweitert. Hier oben diese Sushi-Pakete wurden übrigens auch angepasst. Man kann jetzt zwei Stück in ein Lagerregal machen und man bekommt auch mehr rein. Also es ist generell sind ein paar Produkte bei dem letzten Update, die gekommen sind, oder bei dem letzten Update, was gekommen ist, sind ein paar Produkte sozusagen angepasst worden von den Größen her. Dann kann man jetzt die Kassen auch öffnen und schließen. Also das heißt, ich kann hier die Kasse aufmachen oder auch zumachen. Ich habe außerdem die Kassen mal ein bisschen hier ein bisschen besser positioniert, wie ich finde. Und ich habe einmal neu ausgebaut. Also ich habe den Supermarkt um ein Feld erweitert. Das heißt, wir haben jetzt mehr Platz hier hinten in der Ecke. Da kommen die ganzen Kühlschränke hin. Und wir haben hier noch Platz für Regale. Wir haben hier noch Platz für Regale. Hier noch Platz für eine Kühltruhe. Also es sieht eigentlich alles ganz schnieke aus. Außerdem bin ich Level 29 und habe mittlerweile 3 Stocker. Ja, es hat sich also einiges getan, meine Lieben. Das heißt, wir werden heute weitermachen. Nämlich mit Folgendem. Wir werden heute einmal eine neue Produktlizenz wieder erwerben. Wir werden natürlich erstmal unsere Rechnung bezahlen. Ich habe 4.400 haben wir ungefähr jetzt auf dem Konto. Wir können einen zweiten Kassierer einstellen. Brauchen wir aber erstmal nicht. Lager können wir um 2 Felder noch erweitern. Brauchen wir aber auch erstmal nicht. Und ich weiß gar nicht, habe ich noch einen Kredit? Nee, Kredit haben wir gar nichts mehr. Das ist schon mal gut. Gut, so sieht es nämlich aus. Das ist der aktuelle Stand. Ich habe aber zusätzlich auch noch einen neuen Mod mit drauf. Und zwar heißt dieser Mod Easy Delivery. Den werde ich euch gleich zeigen, was der Schönes kann. Ist, man muss ja dazu sagen, man wird ja hier beim Supermarket Simulator, umso mehr man voranschreitet, immer mehr zum eher Lagermarket Simulator. Also das heißt, man verbringt ja mehr Zeit im Lager wie hier überhaupt im Supermarkt, was ein bisschen schade ist. Wir haben ja den schnellen Kassierer drauf. Also das heißt, das geht jetzt alles ein bisschen zügiger, so wie das normalerweise läuft an der Kasse. Und ja, was wollte ich noch sagen? Genau, und Easy Delivery Mod ist jetzt ganz neu dazu gekommen. Den haben wir im Livestream aktiviert und den will ich euch heute mal zeigen. Jetzt werden wir aber erstmal Folgendes machen. Wir werden erstmal den Tag rumbringen und werden nach dem Tag neue Produkte kaufen und werden diese hier in den Supermarkt reinbringen. Da bin ich aber sehr gespannt, bin ich da. So, gut sieht's aus aktuell. Gut sieht's aus, muss ich wirklich sagen. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit dem Supermarkt. Läuft gut zurzeit. Läuft wirklich gut zurzeit. Mit 3 Stockern, muss man auch dazu sagen, ist das Ganze natürlich auch um einiges angenehmer. Also das funktioniert einfach viel besser, viel schneller. Aber wir müssen hier wahrscheinlich die Kasse dann doch mal aufmachen. So, dass ein paar Leute hier an die Kasse können. Weil der Kollege hier läuft natürlich auch irgendwann voll. Und wir müssen ja sowieso, um die nächsten Sachen auch freizuschalten, selber abkassieren. Das gehört ja auch mit dazu. Oh, sag ich euch. Ansonsten, Leute, hatte ich eigentlich heute für euch noch ein ETS-2-Video geplant. ETS-2 fahren ohne Navi mit Yannick und mit Skadi zusammen. Leider habe ich ein Problem und zwar meine Festplatte, also meine eine HDD-Festplatte. Ja, ich habe noch eine HDD-Festplatte als Datengrab, wo aber meine ganzen Aufnahmen, wo die ganzen Projekte drauf liegen und so weiter, ist leider am Sterben. Gestern Abend im Livestream ist diese nämlich komplett ausgestiegen. Ging auch dann nur nach einem Neustart, dass sie wieder da war. Ey, warum ist denn hier zu? Dass sie wieder da war und ich habe heute direkt eine neue Festplatte geordert. Die ist jetzt auf dem Weg schon zu mir. Danke nochmal an meinen Partner Case King auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür für den Support und dass das so schnell wieder ging. Und ja, wenn die neue Platte da ist, dann muss die erstmal rein und mir hat es leider die ETS-2-Aufnahme zerschossen. Das heißt, der Upload bricht bei 10% ab, da ist irgendwo ein Fehler drin. Leider liest, oh scheiße, jetzt hab, ach, ich darf kein E drücken. Leider liest auch Premiere, also mein Schnittprogramm, die Datei nicht mehr. Das heißt, ich kann es auch wirklich nicht mehr retten, das Ding ist halt durch. Gut. Ist nicht zu ändern, deswegen gibt es heute eine Folge Supermarket Simulator und ich hoffe, ich schaffe es noch eine Folge Beach Club. Das wäre natürlich eine sehr coole Sache, aber ich muss gucken, ob ich das aufnahmetechnisch alles noch auf die Kette kriege, weil ich muss dann erstmal das Video schnell für euch fertig machen. Naja, das sind aber meine Probleme, mit denen will ich euch jetzt nicht belasten hier. Aber ich will euch nochmal, wollte euch nochmal so ein bisschen erzählen, was gerade so los ist, was gerade so abgeht hier. Und was meine Gedanken sind, die gerade so im Kopf rumschwirren. So, nächster Kunde. Drauf aufs Band hier, ab geht die Wettefahrt. So,
Cash in die Tech. Dollar zurück. Perfekto. So. Ihr könnt mir ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben, welche Mods ihr aktuell hier schon installiert habt für den Supermarket Simulator. Würde mich auch mal interessieren. Und den Easy Delivery Mod, den zeige ich euch gleich noch. Das Ding ist eine Granate, Leute. Das Ding ist eine absolute Granate. Der macht uns das Leben leicht. Aber sowas von leicht. So, warte mal. Licht müssen wir noch anmachen. So. Den automatischen Lichtschalter habe ich übrigens noch nicht mit draufgenommen. Habe ich noch nicht gemacht. Brauchen wir nicht, Leute. Licht kriegt man doch selber angemacht. Gut, ach, ich freue mich auf die nächsten Produkte, ey. Ohne Witz, ne? Ich freue mich so sehr auf die nächsten Produkte. Moin! Ah, da haben wir aber reichlich eingekauft, ne? Wieder die Spartaste gedrückt. So, 30 Cent zurück. Ciao, ciao. Und nächster, bitte. Kommen hier noch ein paar Kunden heute, oder wie ist denn das? So. Ach, ja. Ach, hier. Dreimal Handseife. Hm? Die saubere Frau von heute. 27 Kartenzahlung ab 10. Ach, interessiert sowieso keinen. Ich brauche das gar nicht mehr sagen. Hier diese ganzen Lemminge und NPCs hier, die interessieren sich sowieso nicht für mein Wohlbefinden. Deswegen scheiße. Oh, hallo. Aber hier hat aber einer seinen Wocheneinkauf gemacht. Wunderbärchen. Was haben wir hier? 136,50. Ich hatte letztes Eiter für über 200 Dollar eingekauft. Ey, das war richtig gut. So. Eine Sekunde. So. 90,30 Euro. Bitteschön, Dankeschön. Wiedersehen. Wir sehen uns bald wieder. Mein Schatz, ich bin am Aufnehmen. Was ist denn? Um eins fährst du mit der Oma? Ja, das ist doch gut. Da freue ich mich für dich. Ich bin hier im Supermarkt gerade noch. Ich muss heute mal meine Kasse mal wieder ein bisschen in Betrieb nehmen hier. 229,60. Ey, leck mich am Arsch. Sehr gut. So, nächster bitte. Wunderbärchen. So, was haben wir hier alles gekauft? 76,50. Sehr gut. Und, oh, 82 zurück. Der hat 17,30 Euro bezahlt. Muss er bezahlen? 100 Euro hat er mir gegeben. Wie viel kriegt er zurück? 17,30 muss er bezahlen. 100 hat er mir gegeben. Was kriegt er zurück? 100 minus 17,30 Euro. Hör auf, nimm die Schlüssel aus dem Mund. So. 100 minus 17,30 Euro. Ja, ja, ich warte. Ich warte, mein Schatz. So, unsere Große hat nämlich noch Ferien, also Schulferien. Ach, keine Ahnung, komm, jetzt rechne doch mal. 100 Euro minus 10 Euro. Sind 90 Euro, 90 minus 7. 83 und jetzt nochmal 0,3 abgezogen. Habt ihr das überhaupt schon? Nee, naja, dann sind es 82,70. Aber 83 ist schon mal eine gute Richtung. So. Gut, perfekt. Hier auch wieder abkassiert. So, dann hier den Kollege. Oh, der hat aber viel Klopapier gekauft. Der muss oft aufs Klo, glaube ich. Auch, ja. So, na gut. Dann geht noch ein bisschen runter, Maus. Geh ein bisschen ins Wohnzimmer. So, dann hier die Lady. Was hat die? Oh, ich freue mich auf die neuen Produkte, Leute. Ich freue mich auf die neuen Produkte. 54,80. Wunderbar, das passt auch. Ich konnte Hähnchen nicht finden. Hähnchen alle? Wie Hähnchen ist alle? Warum ist Hähnchen alle? Was machen meine Mitarbeiter im Lager? Das kann doch nicht wahr sein. Hähnchen alle. Jean! Ach, Jean. Feline! Geh mal schnell ins Lager, hol mal Hähnchen. Hol mal Hähnchen. Guckt sie mich an wie so ein Erdmännchen. Guckt sie mich an wie so ein Erdmännchen. So, warte mal. Hähnchen ist tatsächlich aus. 1, 2, 3. Kartoffeln brauchen wir auch. Einmal, zweimal. Das sieht noch alles ganz gut aus. Hier den Quark brauchen wir. Eier haben wir noch. Das nehmen wir auch noch mit. So, wie sieht's mit... Oh, Klopapier haben sie mich auch wieder leer gekauft. 4. Kein Klopapier mehr da. Spültabs nicht mehr da. Das brauchen wir auch noch. Was müssen wir noch bestellen? Das sieht auch noch gut aus. Hier die Träger brauchen wir noch. Davon brauchen wir noch was. Komm, Salz bestellen wir auch mal mit. Zweimal Milch. Den Kollegen können wir hier reinfüllen. Was haben wir noch? Zweimal Kaffee. Cornflakes, zweimal Mehl, das noch, Wasser, Käse. Gott, das wird eine Großbestellung. So, dann haben wir hier noch einmal das gute Zeug, einmal Fleisch. Das ist noch da, das ist noch da. Oh, Sushi können wir auch nochmal zwei bestellen. So, dann machen wir das daneben noch auf. Wie viel? 34 Produkte, 1740. Okay, da sind wir für den nächsten Tag ja schon mal gewappnet. Hier ist auf jeden Fall Feierabend. Das heißt, wir beenden unseren Tag einmal. Zwei Produkte waren zu teuer und ein Produkt nicht gefunden. Ey, das kann doch nicht wahr sein. So, nächsten Tag starten. Honig, Mozzarella runter.
Kuchen hoch. Honig und Mozzarella. Warte mal, Honig ist hier. Honig, gehen wir auf 11 Euro. Mozzarella, der war hier drüben irgendwo. Mozzarella, gehen wir auf 4,20. Und was war es? Kuchen hoch, ne? So, Kuchen. Mach mal. Hä? Machen wir mal hier auch 4,30. Ist das der. Ach, der Kuchen bestimmt hier. Ja, 3,10 Euro. So, perfekt. Gut, dann sollte das soweit passen. Dann würde ich sagen, machen wir schon mal die erste Bestellung, kaufen. Und jetzt kommt unser Mod Easy Delivery zum Einsatz. Ach, guckt euch das an. Erstens sind die Sachen allglatt nach Kartongröße sortiert. Es gibt keine wilde Explosion mehr. Es gibt keine Sprengung mehr. Und jetzt nehmen wir die Sachen einfach und. Der hat mich angefahren, hast du das gesehen? Der hat mich angefahren. Und dann nehmen wir die Sachen einfach, drücken L und dann werden die im Lager ins richtige Regal geräumt. Wie geil ist das denn bitte? Also sofern das Regal mit einem Produkt-Tag sozusagen ausgestattet ist. So, dann nehmen wir einfach nur die Hand, drücken L und dann ist das direkt im Lager. Ey Leute, ich feiere es so hart. Es ist ein bisschen Cheaten, das muss man schon dazu sagen. Ne? Es ist ein bisschen Cheaten, aber am Ende des Tages, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Am Ende des Tages, oh, mich haben wir schon voll. Am Ende des Tages ist das definitiv bester Mod. Bester Mod. So, was ist denn mit Kartoffeln? Sind die voll oder was? Warte mal, dann haben wir Kartoffeln. Ist wirklich voll? Oh, krass. Okay, dann stellen wir die mal hier hin. So, hier hinten stehen nur leere Kartons und eine Kasse übrigens. So, das können wir noch einräumen alles. Und das noch alles einräumen. Das ist auch schon wieder voll. Ach nee, hat ein Restocker gerade in der Hand, dann kann man es übrigens auch nicht einräumen, wenn es ein Restocker gerade in der Hand hat. So, gut, dann würde ich sagen, einmal rein in die neuen Produkte. Wir haben 6.000 auf dem Konto, das heißt, wir holen uns eine neue Lizenz. Und zwar werden wir uns diese Produktlizenz als nächstes kaufen. Käse, Kaffee mit heller, naja, egal, wir werden es ja gleich sehen. So, okay. So, neue Produkte, zap, zap, zap. Das sind die neuen Produkte. Einmal Wasserflaschen. Ich weiß nicht, warum wir jetzt nochmal Wasserflaschen kriegen. Kalbskotelett hat man schon. Käse. Kühlschrank. 1, 2, 3, 4. Kaffee mit heller Röstung. 1, 2, 3, 4. Wasser. Weiß ich jetzt nicht. Eier 12er Pack. Sind das nochmal andere Eier oder was ist das? Macaroni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Brauner Zucker. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. So, bestellen wir das Ganze nochmal und dann können wir hier einmal einräumen. So, fangen wir mal hier unten an. Ich weiß nicht, was das für ein Wasser jetzt hier noch sein soll, aber es scheint ein anderes Wasser zu sein. Macht aber nichts, stellen wir erstmal hier rein. Wichtig ist immer gleich die Preise machen, sonst vergesse ich das wieder komplett. So, 3 Dollar einmal, perfekt, aber 2 Dollar gewinnen, ey, das ist eine gute Marge. So, dann müssen wir Wasser hier einmal einräumen. Fangen wir hier unten wieder an, da kommt da rein. So. Achso, da hätten wir jetzt schon wieder L drücken können übrigens. Das kommt da rein. Dann die guten Macaronis. Wo passen die denn am besten hin? Warte mal, hier. Hier haben wir noch frei. Die guten Macaronis. Einmal rein. Und hier ist noch Wasser. Regal ist voll. Warte mal, machen wir ein zweites mit Wasser? Ne, das sind 32 Stück drin. Warte mal, dann packe ich das mal noch hier mit hin. So. Okay. Gut, dann hier einmal noch das Regal füllen. Preis 6,30 Euro. Wunderbärchen. So, während die Stocker nämlich noch auffüllen, kann ich hier. Hallo, kann ich hier nämlich schon mal einräumen. So, dann packen wir Macaronis natürlich auch ins Regal. Einmal, zweimal. Dann haben wir hier Susu, den guten Zucker. Guten Susi-Zucker, den packen wir hier mit rein. Der passt auch farblich sehr, sehr gut dazu, muss ich jetzt ehrlich mal so sagen. Wieso gehen da. Ach, ich wollte gerade sagen, da muss doch noch eine Reihe davor gehen. So, den guten Susu. Den packen wir auch gleich hier ins Regal. Batz, da rein. Und den auch weg. So, einmal Preis machen. 7. Sehr gut. 7 passt. So, dann geht's hier weiter. Käse. Wir brauchen Käse. So ein Käse aber auch. Wir haben hier noch Kapazitäten. Käse, 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 Käse. Jetzt ist die große Preisfrage. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel hier ins Regal gehen. Nicht so viel. Räumen wir das wieder aus. Machen hier einmal noch Käse rein. Und daneben auch noch Käse. Moment. Zap, zap, zap.
Und hier unten auch nochmal. So. Gut. Dann legen wir den Kollegen einmal hier rein. Da kriegen wir wieder 6 Stück insgesamt ins Regal. Da können wir noch ein bisschen was nachbestellen. Unsere Stocker sind soweit eigentlich auch fertig. Warum holt ihr jetzt den Käse? Moment. Nein, 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 nein. Das hier ist falsch. Das ist falsch. Kannst wieder zurückgehen. Ist falsch. Käsepreis. Was haben wir hier? 4,20 Euro. Und wir brauchen noch einen. Wir brauchen noch einen Kühlschrank, oder? Ich glaube, wir brauchen noch einen Kühlschrank, Leute. Warte mal, was haben wir jetzt hier noch auf der Agenda stehen? Kaffee. Kaffee ist erstmal gut. Das ist alles voll jetzt. Dann kommt hier der Kaffee rein. Ja, ist alles ein bisschen jetzt durcheinander bei mir, ne? Man kann natürlich das Ganze sortieren, aber ich sage euch, wie es ist. Da muss ich aber ganz viel Lust und Zeit haben. Da muss ich aber ganz viel Lust und Zeit haben, dass ich hier Kaffee zu Kaffee sortiere, das zu dem sortiere und das zu dem sortiere. Also, ohne Witz. Ich habe übrigens das Lager, glaube ich, ganz gut gebaut. Also, wir sollten noch sehr, sehr viele Produkte hier unterkriegen. Also, da gehen noch einige Lizenzen rein. So, Tee natürlich. Gut, wir hätten jetzt einfach Folgendes machen können. Wir hätten einfach den Tee tauschen können und machen den damit hin. Oh, warte mal, das können wir machen. Komm, scheiß drauf, dann machen wir das halt. Dann machen wir das halt, wenn ihr das unbedingt so wollt, Leute. Machen wir hier den anderen Tee noch mit rein. Und ich sage euch, wie es ist. Das reicht. So reicht das. Dann packt man den nämlich wieder. Nein, 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 nein. Er macht das nicht wirklich, oder? Er macht das nicht wirklich. Ach komm, hör doch auf. So, weg das Ding. Hier. Warte, da rein. Nee, warte mal, den haben wir ja hier. Nee, du kannst dich gleich wieder. Ja. Mach gleich wieder einen Abflug. So, warte mal. Jetzt müssen wir aber mal ganz kurz das hier raus. Der Tee hat noch keinen Preis. Der kostet 7,50. Ach, jetzt überlege ich gerade, wie ich es mache am besten. Mach den dahin. Den raus. Das müsste doch reichen, oder? So. So. Und den bringen wir wieder ins Lager, oder? Warte mal, den bringen wir schnell wieder ins Lager. Tee. Dann habe ich hier hinten habe ich noch so einen Karton. Können wir den noch mit rausholen? Nee, 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 nee. Oh, der hat den wieder aufgefüllt. Ich wäre hier wahnsinnig. So. Perfekt und weg. Dann haben wir hier oben nämlich noch ein freies Regal. Kannst du auch wieder zurückbringen. So, perfekto. Den einmal rein. Dann haben wir hier die 2 Teesorten. Hier haben wir Kaffee. Dann könnte man den Kaffee noch hier rüberholen eigentlich. Wäre eigentlich auch eine gute Idee. Tee. A couple of tea. So, einlagern, einlagern. Warte mal, was haben wir denn hier jetzt erstmal noch? Die Bio-Eier, die guten. Ach, da kriegt. Ach, das sind die großen Packungen. Okay. Das heißt, wir brauchen den Gefrier. Wir brauchen noch einen Kühlschrank. Es nützt alles nichts, Leute. Wir müssen erstmal einbestellen. Nehmen wir hier so einen doppelten. Perfekto. So. Und dann stellen wir den Kollege hier hin. Warte mal, ich bestelle noch einen einzelnen. Der passt nämlich da hinten Wunderbärchen in die Ecke. Achso, nee, das ist auch Käse, weil das wird ja noch erweitert. Genau, das wird ja noch erweitert. Warte mal, dann machen wir den nämlich hier hin. So. Und packen. Auf jeden Fall nicht die Eier ganz unten rein. So, dann packen wir die Eier hier oben rein. So, einmal Eier. Und nochmal Eier. So. Sehr gut. Okay, perfekto. Und das sind Eier fürs Regal. Die kommen da oben rein. Da liegt noch Wasser rum und da liegt noch das rum. Grüne 9, ey. So, rein damit ihr. Okay, jetzt sollten wir erstmal soweit eigentlich alles ganz gut aufgefüllt haben. Wir haben hier noch Wasser, hier haben wir noch Kartoffeln liegen. Haben die das nochmal leer gemacht hier? Nee, Hähnchen ist noch einmal. Hähnchen brauchen wir noch zweimal sogar. Honig zweimal. Warte mal, wie sieht es sonst hier aus? Das brauchen wir tatsächlich auch nochmal. Dreimal. Klopapier haben sie auch nochmal aufgefüllt. Eieiei. Das geht aber auch weg wie warme Semmeln hier. Soda nochmal. Cola nochmal. Cornflakes noch einmal. Und dann sieht das eigentlich ganz vernünftig hier aus. Dann bestellen wir das Ganze nochmal. Achso, warte, dann machen wir die Lager auch gleich voll hier. Was kommt hier noch rein? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. So, 1, 2, 3. Der Rest ist ganz gut gefüllt. Kaufen. So,
Uiuiuiui, das hat aber nochmal gut Geld gekostet. Das hat nochmal sehr gut Geld gekostet. Warte mal, wir können aufmachen, Leute. So, einmal offen. Dann können die nächsten Gäste schon wieder kommen. Und hier wird aufgefüllt, ja. Ah, traumhaft. So, Lager voll. Es kostet natürlich ein Schweinegeld, das Lager auf so einem hohen Lagerbestand zu halten. Ne? Da muss man natürlich auch ganz klar sagen. Haben wir für die Eier einen Preis? Natürlich nicht. Das hatte ich noch vergessen. 6,50. Perfekt. Ansonsten haben wir jetzt für alles Preis, oder? Was machen wir denn da unten noch mit rein? Da können wir noch irgendwas mit reinmachen. Machen wir noch mit Fleisch oder was? Dass das voll ist, oder? Ich würde sagen, dass das voll ist. Komm, Fleisch. Also das ist mittlerweile, ist das, glaube ich, der schlecht organisierteste Supermarkt, den man so haben kann. Machen wir hier noch Fleisch mit rein. Genau, dann ist der wenigstens voll da unten. Da gehen zwei Kartons rein? Halleluja. Dann sollte man das vielleicht doch nicht machen. Wir müssten vielleicht mal noch... Ich sage euch, wie es ist. Wir müssten auf... Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Hat sich dann auch erledigt. Wunderbar. So. Gut. Wir machen doch Fleisch rein. Schön. Einmal zusammenklappen. Den Karton stellen wir mal wieder hier hinter. Den werden wir noch brauchen. Vielleicht, eventuell. So. Gut. Sehr schön. Hier wird rausgenommen. Wasser. Wie viel Wasser muss er... Oh, Kasse. Ja, ich bin schon da. So, bitteschön. $2 zurück. Danke, dass Sie da waren. Uiuiui, jetzt geht's aber ab hier. Oh, hier werden die neuen Bio-Eier schon direkt gekauft. Da freue ich mich. $100, $20. Sehr schön. Nächster bitte. Oh, wir machen die Kasse erstmal zu. Da kann der erstmal hier... Kann der erstmal wirken. Also, nicht wirken, sondern wirken. Zweimal Tee. Zweimal Tee. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier unten drunter auch nochmal Tee machen sollte. Bin ich mir nicht sicher. Was wir auf jeden Fall machen können, ist Regale noch bestellen. Sage ich euch, wie es ist. Wir können definitiv mal noch 1, 2, 3. Eine Gefriertruhe. Da ist ein Tausender wieder weg, ne? Und noch so... Ja, komm. Die bestelle ich mal noch. Ich werde mal noch ein bisschen Regale aufrüsten. Dass wir hier schon mal einen neuen Space schaffen. Für die nächsten Produkte sozusagen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Und ich glaube, so funktioniert das auch ganz gut. So. Gefriertruhe, die können wir hier hinstellen. Moment, muss hier einmal... So, perfekto. Haben wir nämlich auch die nächste Gefriertruhe schon am Start. Und dann habe ich mir überlegt, könnten wir eigentlich hier auch noch ein Regal hinstellen. Habe ich mir so gedacht. So, hier vielleicht. Guck mal hier, sieht doch gut aus. Das Ding muss richtig voll sein. Aber warte mal, das können wir auch hier drüben hinstellen. So. Obwohl das richtig kacke wird, sage ich euch, wie es ist. Weil wenn wir nächstes Mal hier erweitern, dann wird ja dieser Raum hier mit dazukommen. Hm. Müssen wir mal gucken. Ich weiß auch nicht, was wir bei der nächsten Produktlizenz an Sachen noch brauchen. An Gefriertruhe oder. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Die nächste Lizenz... Oh, ab 30 sowieso hast du auch wieder eine. Krabbensticks, die kommen bestimmt da in die Kühltruhe. Scharfe Soße, Schokoladeneis ist mit Sicherheit... Ja, ist Gefriere. Mayonnaise, Pizza, Cheddar. Okay. Wild. Was kosten die? 2,8. Ey, ist nicht wenig, ne? 2,8 ist nicht wenig. Gut. Ja, kauft mal ein hier, Leute. So, ich mach mal die Kasse wieder auf. Weil der Kollege hier, der ist auch schon ganz gut bedient. Ich hoffe, wir haben diesmal alle Produkte. So, Licht an. Ach, da hinten können wir auch noch eine Lampe installieren, sehe ich gerade. Warte mal, dann machen wir das mal. Stellen wir mal noch schnell ein Lämplein. Komm hier. $2 Versandkosten, die stören uns mal überhaupt nicht, Leute. Hier, die Lampe, die wird gleich... Oh, warte mal. Können wir wahrscheinlich... Ist das nicht ein bisschen weit auseinander? Naja, so vielleicht. Ja, bin da. Oh, hier, da werden die neuen Sachen schon gekauft. Sehr gut. Da machen sie nichts verkehrt. Da hätten sie nicht gedacht am Anfang, wo sie bei mir waren, hier mit zwei Regalen drinnen, ne? Wo und jetzt... Ja, unterhalte ich halt nicht mit mir. Oh, heute Pizzaabend. Schön, wo soll ich hinkommen? Ich will auch Pizza. Dankeschön. Und weiter geht das. Coca-Cola. Ich sag euch, ey, der dritte Stocker ist so viel Gold wert. Aber sowas von viel Gold wert. Einen zweiten Kassierer würde ich mir noch gar nicht einstellen, weil ich sage euch ehrlich, wie es ist. Das läuft ganz gut. Und mit dem Mod, dass die auch schneller kassieren, dass die ein bisschen schneller in Schwung kommen, ist das auch eine prima Sache. Ist das wirklich eine gute Sache. Und es wird ja jetzt auch, glaube ich, pro Level angepasst, wie viele Kunden in den Supermarkt kommen. Ich habe immer so zwischen 50 und 54 Kunden gehabt.
Wir können mal gucken, wie viele jetzt kommen. Wir sind ja kurz vor Level 30 und mit Level 30 gibt es, glaube ich, mit Level 30 gab es auch wieder was Neues. Also auf jeden Fall neue Lizenz. Ich weiß aber gar nicht, was noch mit Level 30 Neues kam. So, was haben wir hier? 4680. Bitte schön, drei Sachen aufs Band gelegt, fast ein Fuffi weg. Ey, das ist ja wie im echten Leben hier. Das ist ja 169,30 für die kleine Tüte. Ja, Leute, jetzt lach mal. In 10 Jahren ist es bei uns dann auch soweit. Gut, passt. Was können wir denn ab Level 30 eigentlich schönes neues frei... Och, Mann, ey, ganz ehrlich. Kann ich nicht mal ganz kurz ein bisschen Computer-Office machen oder was? Ja, ich weiß, ich könnte die Kasse auch schließen. 137,60, bitteschön. So, hier drüben, wie sieht's da aus? Dann machen wir hier die Kasse erstmal zu. Der kriegt das easy alleine hin, der Kollege. Verwaltung. Oh, ich verkaufe Produkte, um den Preis festzulegen. Wo, wie, was? Wo? 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 Kaffee, ich kotz ab. 12,10. Okay. Ich wusste es, obwohl ich es gleich wieder gemacht habe. Ich wusste es, dass ich wieder mit den Preisen hier irgendwas vergesse. Ach, es ist aber auch immer derselbe Kack. Und so, warte, wir machen hier mal auf. Weiß nicht, wie schnell der Kollege jetzt hier abkassiert, aber da staut sich's ein bisschen. Obwohl, jetzt sieht es schon wieder ganz gut aus. Dann machen wir mal wieder zu. Oh ja, sehr gut. Oh, Level 30, das läuft. Level 30, wunderbar. Sehr schön. Ist auch gleich 21 Uhr, das heißt, der Tag ist auch gleich vorbei. Und da haben wir auch wieder geschafft hier. Da müssen wir doch mal ins Lager gucken, wieder bestellen. Guck mal, ab Level 30, ach hier, guck mal. Einkauf abschließen. Ich muss noch ein bisschen selber Einkauf abschließen. Das nützt alles nichts, sonst kriege ich das nicht freigeschaltet. Auffülle ab Level 37 erst. Halleluja. Halleluja. Ich würde auch ganz gerne mal noch einen neuen Lagerabschnitt kaufen, obwohl ich glaube, dass mir das Lager komplett auseinandersprengt. Und guck mal hier, wie viel Platz wir noch haben. Also, wenn ihr das Lager so baut hier, das funktioniert. Die kommen gut klar. Ich kann hier noch eins hinstellen, ich kann hier noch eins hinstellen. Ich habe noch zwei Lagererweiterungen. Na gut, es kommt natürlich wahrscheinlich noch endlos viele Produkte auf uns zu. Aber eigentlich im Großen und Ganzen sieht das ganz gut aus mit dem Lager. 121,10. Danke, dass ihr da waren. So, was haben wir hier? 56 glatt. Bitte, bitte, bitte. Danke, danke, danke. Alles mit Karte. Das läuft hier bei euch. 70,50. Vielen, vielen Dank. Oh, jawohl. Und 69,90. So, Wunderbärchen. Können wir die Kasse zumachen? Den Rest kriegt ihr alleine hin. Die drei Hanseln, die noch... Ach, na komm, mach mal die Kasse auf. Wir müssen ja auch ein bisschen kassieren, ne? Aber wir müssen auch gleich wieder neu bestellen. Ist irgendwas leer gelaufen? Wir müssen echt aufpassen, ob irgendwas leer läuft. Weil das darf nicht passieren, Leute. Dann müssen wir da die Kapazität im Markt erhöhen. Oh, hier jetzt schon wieder die Dinger leer. Oh, scheiße. Halleluja. Keine Hähnchen. Okay, wir brauchen mehr Hähnchen. Das ist wohl mal klar. 1,10 $. So, jetzt aber zu hier. Ey, jetzt muss ich echt, Ach nee, Quatsch. Oh, ich bin ein Idiot. Es ist ja die neue Gefriertruhe. Okay, wir brauchen nicht mehr Hähnchen. Passt alles. Alles im grünen Bereich. Das mit dem Tee hat auch gut gepasst. Das sieht alles gut aus, Leute. Wir sind hier gut unterwegs. Aber es ist natürlich das Problem, umso mehr Kunden kommen. Umso mehr kaufen die uns ja hier auch weg. So, letzter Kunde ist raus. Einmal zu. Wir starten in den nächsten Tag. 52, 53 Kunden. Produkt zu teuer. Ich weiß nicht, ich würde mich nur fragen, welches. Kuchen runter, Sushi klein runter, Puderzucker und Olivenöl hoch. 20,30. Warte mal, Puderzucker. Welcher Puderzucker? Das ist jetzt die große Frage. Der hier? Nee. Dann ist es der Susi. Der? Nee. Warte mal, Öl, was noch? Oh, Öl hoch, aber ordentlich hoch. Das ist eine schöne Marge. Warte mal, was waren denn das? 5,60, 5,80. 4,30 hier, der Kuchen runter. 3,80, genau. Was war denn das andere jetzt noch? Warte mal, der Zucker vielleicht. Hier, 14,10.
Da müssten wir aber jetzt alle haben, glaube ich. Ich glaube, wir müssten alle haben. Warte mal, wie sieht es mit der Milch aus? Kann hier rein, sehr gut. Wasser. Haben Sie hier mit dem Wasser, hat er das leer gekriegt? Nee. Warte mal, dann machen wir da mal hier drüben. Gar keiner gekauft, oder was? Na, ist ja wunderbar. Läuft ja richtig gut mit unserem Wasser. Und stellen wir das mal hier hin. Haben wir sonst noch was? Kartoffeln. Guck mal, Kartoffeln haben wir noch. Die können wir einräumen. Dann lassen wir die mal ganz kurz auffüllen. Obwohl, hier können wir schon reinbestellen. Welche Produkte waren es denn noch? Sushi Klein, das habe ich billiger gemacht. Sushi Klein. Den habe ich teurer gemacht. Den habe ich teurer gemacht. Billiger. Und das habe ich auch gemacht. Dann passt das bei allen. So, bestellen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2. So, warum der das jetzt hin? So, hier drüben, wie sieht's da aus? Oh, da muss ich auch mal noch ein zweites Fach machen. Geht mir so auf den Sack. Muss ich ein zweites Fach machen. Bestelle ich jetzt 4 Stück. Die reichen nie. Die reichen wirklich nie. 1, 2, 1, 2, 1, 2, das haben wir, Pommes, hier noch 1, 1, 2, da noch 3, so, wie sieht's hier aus? Das sieht eigentlich alles ganz vernünftig aus, Fleisch, zweimal, Sushi einmal, zweimal, das wird unfassbar teuer, Leute. 2003, Alter, leck mich doch mal. So, oh, Restocker ist gerade mit dem Ding unterwegs, oder was? Ha! Kannst du gar nichts machen. So, aber verstehe ich jetzt auch nicht so richtig. Naja, gut, das können wir alles einräumen. Oh, es ist, ey, dieser, I love it, Leute. I love it. Ich liebe das so sehr, ey. Das ist der absolute Wahnsinn. So, dann packt man da oben mal noch rein. Das ist ja wenigstens gleich gegenüber. So, so, das. Warte mal, wieso macht der das jetzt nicht da oben rein? So, kannst du da reinmachen. So, perfekt. Ach, wie ich diesen. Och, nee, ey. Sushi, was ist mit Sushi? Geht nicht, oder was? Sushi voll? Ey, Sushi? Nix Sushi? Ja, komm, ungekühlt können wir auch... Oh, nee. Jetzt kann ich das wieder nicht ablegen. Ich wäre hier blöde. Scheiße, wo packe ich denn das jetzt hin? Trick 17b. So, jetzt geht's wieder. Regal ist voll... Was? Wieso ist das auch voll? Hä? Kann das nicht sein. Warte mal, Regal ist voll. Wo waren die denn, die Dinger? Scheiße, wo waren die denn? Da unten, oder? Nee. Die müssen ja irgendwo hier gewesen sein. Hier ist das ganze Gelumpe hier. Oh, warum habe ich denn die bestellt? Gibt's doch gar nicht. So, pack mal das erstmal da drauf. Das kann rein. Haben wir ein bisschen zu viel bestellt, Leute. Macht aber nichts. Das geht alles rein, so wie es aussieht. Ja, sehr gut. Perfekt. Perfekt. So, ihr räumt noch fleißig ein. Das sieht gut aus. Dann macht das mal. Und theoretisch haben wir definitiv die Kapazität im Supermarkt für das nächste Dings-Upgrade. Also die Kapazität haben wir definitiv zu 100%. Leute, das ist kriegt man easy hin. Gut, dann werfen wir noch mal einen Blick drüber, was wir brauchen. Dafür brauchen wir noch eins. Und ich würde mich aber an der Stelle auch erstmal verabschieden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, meine Lieben. Nächstes Mal gibt es wieder ein Lizenz-Upgrade. Ich freue mich auf euch. Lasst mir gerne ein Däumchen da, schreibt mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, ciao, ciao, euer Manus.